Hey Leute, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir freuen uns, dass ihr alle eingeschaltet habt und wir hoffen, ihr seid genauso hyped auf unsere Idee wie wir. Ich bin heute hier mit Freda und Freda war in Slowenien mit Europeers und ich selber bin Sina, euer Host für die heutige Folge. Hey Freda, wie geht's dir? Mir geht's sehr gut. Ich bin total gespannt, worüber wir so reden werden. Das stimmt. Ja, erstmal erzähl mal kurz so den groben Rahmen von deiner Reise. Wann warst du in Slowenien? Wie kam das? Mit welcher Gruppe? Und was ist Europeers erstmal? Okay, also Europeers ist quasi ein Projekt von Peer Leader International, wo es eben am Ende darum geht, junge Leute zum Wählen zu motivieren und einfach so viele, eben vor allem junge Leute durch das Wahlrecht ab 16, dazu zu bringen, wählen zu gehen. Ich war in Slowenien mit Nick, Amy, Sina und Sisan und die beiden Organisatoren sind auch mitgekommen. Das war sehr cool. Mir hat es in Slowenien persönlich sehr gut gefallen. Ja. Okay, ganz kurz. Was hältst du vom Wahlalter ab 16 dieses Jahr? Du bist ja selber 16. Ja. Was sagst du dazu, dass du jetzt schon wählen darfst? Deine erste Wahl. Also ich finde es persönlich sehr gut, dass junge Leute unsere Zukunft mitbestimmen können. Ich finde es auch sehr wichtig, dass man eben schon früh wählen darf, wie wir es jetzt dürfen, weil das halt eben wichtige Entscheidungen sind und es bringt quasi auch mehr Perspektive in die junge Generation, weil sich durch dieses Wahlrecht, sobald man davon was hört, beschäftigt man sich ja auch viel eher mit all diesen Themen, die ja auch immer wichtiger werden für uns, je älter wir werden. Und das ist natürlich immer gut, wenn man sich früh damit beschäftigt. Also ich finde es auf jeden Fall sehr gut. Mega nice, okay. In Slowenien habt ihr ja auch Interviews geführt mit den Leuten auf der Straße, nicht wahr? Und da wollte ich mal fragen, wie waren die Leute so drauf? Was denken die Slowener über die EU? Was war die am meisten vertretene Meinung? Das war tatsächlich total durchwachsen. Also ich hatte das Gefühl, mehr Leute wollten wählen gehen als Leute, die nicht wählen gehen wollten. Sie hatten aber auch alle total unterschiedliche Beweggründe und Begründungen dafür, warum sie sich so entscheiden, wie sie sich entschieden haben. Wir müssen aber auch sagen, dass es sehr international war, unsere Interviews. Also es waren nicht nur Slowener, sondern dadurch, dass wir in der Hauptstadt waren und da einfach sehr viele Studierende aus ganz Europa hinkommen, haben wir verschiedene Nationen kennengelernt. Wir haben auch jemanden kennengelernt, der zum Beispiel kein Wahlrecht hat, da er eine amerikanische Staatsbürgerschaft hat. Und all diese Informationen waren super interessant zu hören und einfach sehr individuell. Was hat dich so am meisten geschockt oder welche Meinung hat dich am meisten berührt, bewegt? Also am meisten geschockt hat mich, glaube ich, die Meinung von einer Ladenverkäuferin, weil sie der Meinung war, dass sie nicht wählen geht, weil sie schon zu alt dafür ist. Sie möchte quasi der jungen Generation eine Zukunft bieten und die sollen das entscheiden können. Das ist ja irgendwie auch richtig und gut, aber andererseits ist es halt so, dass jede Stimme einfach wichtig ist, egal wie alt man ist. Und ich würde die Frau auf Mitte 40 schätzen, also die hat auch noch ein ganzes Stück von ihrem Leben vor sich. Und dann finde ich das ein schlechtes Argument zu sagen, ja, ich bin schon zu alt zum Wählen. Das stimmt. Und welches Argument hat dich so am meisten abgeholt? Was fandest du am inspirierendsten zu hören von den Slowenern oder jemand, mit dem ihr geredet habt? Oh, das weiß ich tatsächlich gar nicht so genau. Ich fand alle Antworten ein Stück weit interessant und inspirierend. Da habe ich jetzt gar nicht so einen ausschlaggebenden Punkt irgendwie, wo ich sage, das war jetzt mega das gute Argument, sondern es war wirklich total individuell. Also das kann ich gar nicht so sagen. Okay, mega nice. Und ihr habt ja mit vielen Leuten geredet, aber auch erstmal, wir hatten überhaupt diese Möglichkeit, in andere Länder zu reisen, das zu machen. Wir konnten da mit dem Euro bezahlen, wir konnten mit dem Zug fahren, wir hatten keine Passkontrolle, man musste nichts mitnehmen, man brauchte eigentlich nicht mal einen Reisepass oder so. Und das ist ziemlich cool, auch ein Vorteil unserer EU. Wie schätzt du das so ein? Wie sehr beeinflusst sich die EU in deinem Alltag? Ich glaube schon, dass uns die EU mehr beeinflusst, als wir meisten eigentlich glauben. Schon alleine, was eben du eben genannt hast mit den Reisen, dass man überall mit dem Euro zahlen kann, dass man keine Passkontrollen an den Grenzen hat und so weiter. Das ist einfach ein sehr großer Vorteil, den man gar nicht unbedingt wahrnimmt. Also ich glaube, viele, viele Leute, die reisen gehen, gerade auch viele in Europa, aber sich sonst nicht mit der EU beschäftigen, die wissen gar nicht, wie viele Vorteile sie eigentlich daraus ziehen, dass wir in der EU sind. Und die meisten haben das dann halt eben unbewusst, diese Vorteile. Und ich finde es da sehr wichtig, das Bewusstsein zu schaffen, wie gut das alles eigentlich für uns ist und wie sehr
jeden Einzelnen das dann doch beeinflusst. Ja, ich denke auch, dass es vielen einfach gar nicht so bewusst, wie viel es ausmacht. Und besonders jetzt so junge Leute, die bald aus der Schule rauskommen und vielleicht anfangen zu studieren, natürlich auch irgendwie einen anderen Weg gehen. Aber wie leicht es für uns einfach ist, im Ausland zu studieren, an Institutionen von der EU oder mit so Programmen wie Erasmus Plus und so einfach kostenlos, quasi kostenlos, im Ausland zu studieren, während jetzt, wenn man ein Studium in Amerika machen würde, man Unmengen an tausenden Euros davon bezahlen würde. Ja. Das ist richtig gut. Auf jeden Fall. Außer Reisen, was ist noch so ein Thema, das dir wichtig ist in Bezug EU? Was ist dir noch wichtig, wofür Europa steht, wofür die EU steht? Mir ist es noch wichtig, dass die Nachhaltigkeitsziele erreicht werden. Die sind zwar global, aber ich finde, da ist es halt besonders wichtig, dass auch Europa sich zusammentut und da halt eben was für tut. Und das finde ich, sollte auch noch mehr im Fokus stehen, dass man eben diese 17 Ziele erreichen kann und dass wir als Union quasi noch ein bisschen mehr dafür tun. Das liegt mir sehr am Herzen. Ja, das ist natürlich ein riesiges Thema, aber so dieses Zusammenschließen, was du sagst, ich glaube, das ist voll der wichtige Punkt, weil eben auch so lange gab es noch nie keinen Krieg in Europa, wie es ihn jetzt gibt, genau. So lange schon Frieden, seit es die EU gibt. Und das darf man wirklich nicht zu unterschätzen, was für einen großen Wert das hat für unsere Gesellschaft und jetzt so Leute, die gerade erst aufwachsen und dann noch keine Berührungspunkte damit haben, können sich das vielleicht gar nicht so vorstellen und mit was für einem Privileg wir hier in Deutschland oder halt eben in der EU leben, das denke ich auch. Auf jeden Fall, ja. Gibt es noch irgendwas, was du den Zuhörern oder Zuschauern mitgeben willst oder besonders vielleicht den Leuten, die das erste Mal wählen gehen, so wie du, oder auch den Leuten, die vielleicht schon länger wählen gehen könnten, aber es noch nie gemacht haben? Also ich habe auf jeden Fall noch was Wichtiges für die Leute, die das erste Mal wählen gehen. Mir persönlich liegt es nämlich sehr am Herzen, dass man sich wirklich damit beschäftigt, was man wählt. Klar, das ist vielleicht nicht das Thema von jedem, aber es ist einfach total wichtig zu wissen, wofür jede Partei steht und was die im Hintergrund haben und was die verlangen und wollen. Wollen die überhaupt die EU weiter fördern oder wollen sie vielleicht sogar austreten? Solche Themen, finde ich, sollten auch im Fokus stehen, dass man sich damit halt beschäftigt, ist wirklich sehr wichtig jetzt vor den Wahlen, eben auch für junge Leute, wir sollten wissen, was wir wählen. Voll gut, ja genau. Besonders auch, wenn man sonst sich nicht mit Politik beschäftigt, das muss ja auch nicht jeder, jeder muss sich nicht für Politik interessieren, aber jede Stimme, die nicht benutzt wird, ist einfach eine verschenkte Stimme und geht im Zweifelsfall an die Extremen und dann die Mitte bleibt leise, was eigentlich nicht so sein sollte, deswegen einfach wählen gehen, Leute. Genau. Tschüss. Tschüss.